Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ihr seht gar nicht so nach Mittagsloch aus. Ihr seht alle noch so ganz frisch aus. Ich freue mich, dass wir jetzt trotzdem Marie Harder da haben, die uns noch ein bisschen mehr wieder in unseren Körper bringt, damit wir mit voller Energie gleich weitermachen können. Einen herzlichen Applaus. Ein bisschen Schlagseite hier. ja, es war viel die Rede von Haltung, ob man Haltung braucht für Führung, ob es Tools gibt für Haltung. Und ich habe ein paar Tools für Haltung, für die eigene Haltung. Und da würde ich euch gerne ein bisschen was zeigen. Und zwar sind es Tools, die arbeiten mit, da geht es über Atem und Haltung, dass wir als Führende sozusagen also in einen Zustand kommen, wo wir präsenter sind, wo wir mehr Informationen aufnehmen, wo wir mehr wahrnehmen, was los ist um uns herum und letztlich auch resilienter werden. Und diese Methode heißt Leadership Embodiment. Das ist die Gründerin, heißt Wendy Palmer und sie ist, habe ich gerade schon erzählt, sie ist 72 Jahre alt, mit 20 hat sie begonnen Aikido zu machen und kurz danach hat sie begonnen buddhistische Achtsamkeitspraxis zu praktizieren. Und also es ist eine Mischung aus Kampfsport und Mindfulness. Es geht darum, mit dem Körper schnell wieder in die Mitte zu kommen und mit dem Geist schnell zu merken, wann wir aus der Balance gekommen sind. Und dafür ist erstmal ganz zentral zu wissen, wie stark eigentlich unsere nonverbale Kommunikation wirkt. Und das sind ungefähr 70-80% der Kommunikation ist nonverbal. Und so schaffen wir eben auch eine Atmosphäre. Als Führende haben wir eine Verantwortung. Es geht jetzt um Verantwortung, die wir als Führende haben, vor allem dann auch für unseren eigenen Zustand. Wir können als führende Persönlichkeiten sein und auch völlig in unserer Persönlichkeit sein, nur wenn wir in unserer Persönlichkeit kontrahiert sind, im Sinne von, bei mir sieht das dann so aus, so ich möchte am liebsten mich in die Höhle kriechen und ihr findet mich bestimmt alle doof. Ja, das ist nicht so funktional oder es gibt anderes Muster, das ist dann, ich weiß sowieso, wie es geht und ich mache es alleine. Und da geht es darum, dass wir lernen, also gar nicht, dass es schlimm ist, dass wir diese persönlichen Muster haben, sondern dass wir einfach lernen, uns daraus wieder einfach, in die Mitte zu bringen und von dort aus wieder neu entscheiden können. Yay! Und dann gibt es zwei ganz entscheidende Aspekte, die ich euch gerne heute mitgeben möchte. Und zwar sind das Hormone und Muskelgruppen. Also wir setzen am Körper an und nicht am Geist. Es ist nicht nur dieses Denk doch einfach positiv, weil der Körper ist stärker. Wenn ich angespannt bin, dann ist das stärker, als wenn ich mir sage, ich soll jetzt nicht angespannt sein. Und da gibt es, also bei den Muskelgruppen gibt es zwei Muskelgruppen. Und zum einen gibt es die Beugemuskeln, habt ihr gerade schon gesehen, so oder auch so, ja, ich beuge mich. Und was dann im Körper passiert, ist, dass das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol sorgt dafür, also egal welche Beugemuskeln ich engagiere, wenn ich mich zusammenziehe, wenn ich mich körperlich kontrahiere, wird Cortisol ausgeschüttet und das schaltet den Teil im Hirn des Gehirns ab, der zuständig ist für Denken im breiten Kontext, der zuständig ist für Kreativität, der Innovation ermöglicht, der zuständig ist für Risikobereitschaft. Es gibt einen anderen Hormoncocktail, der ist viel nützlicher für uns. Das ist der Hormoncocktail aus Testosteron und Oxytocin. Und der wird freigesetzt dadurch, dass ich die Streckmuskeln aktiviere. Und was ich dann habe, ist Testosteron. Das schaltet diesen Teil wieder an des Gehirns, der für Denken im großen Kontext zuständig ist. Der zuständig ist dafür, dass ich kreativ sein kann, dass ich mich was Neues traue. Ich werde selbstbewusst, wenn ich Testosteron in mir laufen habe. Oxytocin kennt ihr alle als das Kuschelhormon. Es ist auch noch mehr.
Es ist, das Oxytocin versetzt uns in einen Zustand, in dem ich mich verbunden fühle. In dem ich nicht denke, ich bin getrennt und ihr seid die anderen, sondern in dem ich uns als Gemeinschaft sehen kann oder in dem ich vor allem in der Lage bin, Hilfe anzunehmen. Das geht nur mit Oxytocin, sonst denke ich, nein, es ist alles so. Oder eben auch anderen helfen will, dadurch motiviert bin, anderen zu helfen. Und Führung, das klang jetzt ja schon ein paar Mal an, Führung ist ja letztlich Platz zu machen. Also ich stehe zwar in einer Führungsrolle, ich bin der Facilitator oder ich stehe da jetzt an dieser Position, aber es muss ja gar nicht sein, dass meine Meinung die richtige ist. So, und dann geht es letztlich darum, dass wir uns offen machen dafür, dass das, was größer ist als wir, dann durch uns durchkommen kann, dass auch dass alle Meinungen gehört werden und dass wir dann im Austausch zu den Punkten kommen, die uns wirklich weiterbringen. Ja, ich schlage vor, wir üben das mal. Habt ihr Lust? Dann such dir mal eine Situation aus der letzten Woche, aus der letzten Zeit, die dich so ein bisschen genervt hat. Eine E-Mail oder was dich so ein bisschen beschäftigt hat, ein Telefongespräch, ein Gespräch. Habt ihr alle was? Okay. Dann, und wir gehen jetzt für 6 Sekunden da rein. Und zwar vorher ist noch wichtig, Beine überkreuzen, Arme verschränken. Am besten auch noch den Rücken so ein bisschen krümmen. Und jetzt denk an diese Situation. 6 Sekunden. Bei mir ist es ein Telefonat, wo mir jemand was gesagt hat. Okay, und wir bringen uns jetzt in einen anderen Zustand. Setz dich aufrecht hin gerade. Atme einmal ein, streck die Wirbelsäule, streck den Hals. Und ausatmen über vorne. Lass das Gesicht los, lass Spannung los. Denk vielleicht an etwas, das dich lächeln lässt. Nochmal einatmen, über hinten die Wirbelsäule strecken. Und aus über vorne. Kiefer loslassen, Schultern loslassen. Denk an was, was dich lächeln lässt. Und jetzt weite deinen persönlichen Raum um dich herum aus. Stell dir vor, das ist so eine Bubble, die du jetzt so eine Armlänge in alle Richtungen ausweitest. Und wie wäre es jetzt, wenn da 1% mehr Gelassenheit in deinem System wäre? Lass den Körper antworten, sei neugierig, schau, da vielleicht ein Muskel ist, der sich löst. Ein Gefühl von Raum, das entsteht. Und dann denk nochmal an diese Situation. Und schau, ob irgendwas anders ist. Ob du sie jetzt anders wahrnimmst. Ob du da jetzt eine andere Sicht drauf hast. Bei mir ist es so, dass ich das, was die Person mir am Telefon gesagt hat, nicht mehr so persönlich nehme und eher auch sehen kann, dass da auch sehr konstruktives Feedback drin war. Ja, wir können eben aus unserem Stressmuster herauskommen, mit einem Atemzug aufrichten, ausatmen, und dann sind wir mehr da. Und neurobiologische Studien zeigen eben auch, dass die besten Führenden mit Wärme führen und mit Stärke hinter ihnen. Und in der Neurowissenschaft wird gesprochen vom peripersonalen Raum, das ist diese Bubble, die wir um uns haben. Und der Geist, unser Geist bildet so unsere unmittelbare Umgebung als Teil von uns ab. Also das ist jetzt auch, bin jetzt auch ich hier und wir können uns auch ausweiten, das können wir auch mal üben, einfach den persönlichen Raum auszudehnen. Und zwar, habt ihr Lust, noch eine Übung zu machen? Sucht euch mal einen Punkt hinter mir an der Wand und
Weite deinen Raum bis dahin aus, nach vorne und dann genauso weit wie nach hinten genauso weit. Und schließ all diese netten Leute mit ein, die da jetzt drin sind. Auch zu den Seiten, auch nach oben und unten genauso weit. Und das ist dann kein Konzept mehr, sondern es ist sinnlich fühlbar. Und die anderen Menschen werden zum Teil von dir. Einflussreiche Führende haben in ihrem Geist die Gemeinschaft der Menschen, die sie führen, abgebildet als Teil von sich, als erweiterter Teil von sich. Und das ist eine andere Energie, die man aussendet, wenn man spricht, wir machen etwas, oder wenn ich mich trenne. Und es ist, wie gesagt, ganz einfach, diesen Zustand herzustellen, einfach über Einatmen, Ausatmen, Ausweiten und ein bisschen Gelassenheit einladen. Ich möchte das nochmal demonstrieren. Okay, also schaut mal, wie ihr euch jetzt fühlt. Macht das was mit euch? Okay, ich ändere das zurück. Besser, oder? Und da können wir sehen, wie wichtig das ist, achtsam mit der eigenen Energie zu sein, was wir rausschicken. Mir fällt das auch manchmal überhaupt nicht leicht, weil ich mich so klein und blöd fühle. Und dann stelle ich mir Naturdinge vor. Dann stelle ich mir vor, und könnt gerne mitmachen, wie wäre es, wenn jetzt meine Hüften wären wie mein liebster Berg? Wie wäre es, wenn mein Herz jetzt wäre weit und offen wie mein liebster Ozean? Und wie wäre es, wenn mein Geist jetzt wäre wie mein liebster Tag- oder Nachthimmel? Und so ist eine Methode, einfach ein bisschen dieses, was größer ist als ich, einzuladen. Ich möchte jetzt noch eine Übung mit euch machen, und zwar wäre das, ich frage wieder, habt ihr Lust? Am besten, ihr macht die zu zweit, schaut, dass ihr neben einer Person sitzt, sucht euch einen Partner, sucht euch A und entscheidet, wer A ist und wer B. Und wer keinen Partner hat, hebt jetzt bitte die Hand, einmal ganz deutlich die Hand heben. Du hast keinen Partner? Hier sind wir kontaktfreudig, das wissen wir ja schon. Also ihr müsst euch jetzt anfassen gegenseitig, aber es ist nichts Schlimmes. Entscheidet, wer A ist und wer B. So. Und jetzt, ihr könnt... A nimmt jetzt die Hand auf die Schulter, auf den Oberarm von B und drückt. Sanften Druck von der Seite, genau. Und nimm nochmal weg. Und drück nochmal. Und nimm nochmal weg. B, merkst du, wie du dich um diesen Druck herum organisierst, wie deine Aufmerksamkeit dahin geht? Dann tauscht jetzt, bevor ihr euch austauscht. Jetzt drückt B, legt die Hand auf den Arm von A und drücke. Nimm wieder weg. Und A, schau, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. B, drücke wieder. Nimm weg. Okay, ihr habt jetzt gesehen, wie das ist sozusagen ein kleiner Stressor, diese Hand. Und wie sich die ganze Aufmerksamkeit, wartet noch mit Debrief, geht gleich weiter. Wie die Aufmerksamkeit sich auf dieses Detail fokussiert und der Blick fürs große Ganze verschwindet, weil der Fokus ist auf dem Stressor, auf dem, was stört. Okay, zweite Runde. A legt wieder die Hand auf den Oberarm von B
und übe wieder leichten Druck aus. B, bemerke das. A, nimm nochmal die Hand weg. Drück nochmal. Und jetzt B, wir werden dich jetzt unter Druck zentrieren. Und zwar atme ein über hinten, streck die Wirbelsäule, streck den Hals. Und ausatmen über vorne. Lass Spannung los, Kiefer loslassen, Schulter loslassen. Denk an etwas, das dich lächeln lässt. Und dann breite deinen persönlichen Raum aus. Stell dir diese Bubble vor um dich rum. Und stell dir jetzt vor, da ist an der anderen Seite eine Hand, die genauso stark drückt. Atme. Und wie wäre es, wenn da jetzt 1% mehr Gelassenheit in deinem System wäre? Und vielleicht merkst du auch einen Unterschied jetzt, A. B, du merkst bestimmt was, was anders ist. Und jetzt könnt ihr loslassen. Wartet mit dem Debrief. Einmal wechseln. A, die Hand auf den Oberarm von B. Drücke. Entschuldigung, B legt die Hand auf... B... Andersrum. Du drückst. Nimm die Hand weg. Drück nochmal. Und die Person, die jetzt gerade den Druck erfährt, wir zentrieren dich jetzt unter Druck. Atme ein, über hinten streckt die Wirbelsäule, streckt den Hals, atme. Und atme aus, über vorne, lass das Gesicht los, Kiefer los, Schultern loslassen, denk an etwas, das dich lächeln lässt. Wenn du magst, kannst du nochmal einatmen, noch einmal über hinten. Gerade werden und aus, über vorne, Spannung loslassen. Denk an etwas, das dich lächeln lässt. Jetzt stell dir deine Bubble vor, vorne, hinten, links und rechts, oben und unten, dein Raum. Jetzt stell dir vor, dass auf der anderen Seite eine Hand ist, die genauso stark drückt. Und wie wäre es, wenn da jetzt noch 1% mehr Gelassenheit in deinem System wäre? Vielleicht merkst du, die drückt oder der drückt auch einen Unterschied. Und dann löst auf und macht einen kurzen Debrief. Was habt ihr erlebt? Was habt ihr gespürt? Bedankt euch bei eurem Partner. Und das sind so ganz einfache Tools, ne? Wie wir uns zentrieren können, wie wir uns sozusagen vom Stress erholen können, in einen Zustand von mehr Würde, mehr Aufrichtung, mehr Offenheit. Und so können wir eben Stress nutzen, um präsenter zu werden. Also es geht überhaupt nicht darum, Stress zu vermeiden, sondern Druck zu benutzen, um vielleicht noch wacher zu werden. Und der Schlüssel dazu ist die Achtsamkeit. Also beim ersten Anzeichen, wo man das bemerkt, sei es körperlich oder auch geistig, im ersten Anzeichen, wo ich in meinem Muster bin, wo ich anfange, jemanden zu bewerten oder mich selber zu kritisieren oder mich klein und blöd zu fühlen, kann ich das machen. Und dann schütte ich gar nicht erst diesen Cortisol-Cocktail über mich aus. Dann wird es nämlich viel schwieriger. Wenn ich erst in den Hormonen schwimme, dieses Cortisol das macht zum einen süchtig, kennt ihr ja Leute, die stresssüchtig sind? Kennt keiner. Und genau, wenn wir uns quasi fangen, bevor das sich ausschüttet, dann passiert das gar nicht erst. Und so können wir eben auch als Führende die Energie im Raum beeinflussen. Gar nicht im Sinne von Manipulation, sondern einfach im, hey, so ist mehr möglich, so ist mehr Offenheit da. Und der Trick ist, dass wir das machen, nicht erst, wenn wir total gestresst sind, sondern davor. Das nämlich üben. Und dass wir das üben, bevor wir total gestresst sind. Weil also diese latenten Stresszustände, kennt ihr ja, wenn man so minutenlang einfach gestresst ist oder stundenlang und dann merkt so, oh, ich war gestresst oder
Kennt ihr das, wenn man jahrelang denkt, man ist gestresst? Ist auch ein Muster. Ist wirklich ein Muster, wo man über Körper, Haltung, Atem, wo man rauskommen kann. Und man ist ja nicht besser, weil man gestresst ist. Man ist eingeengter. Und ich lade euch also ein, das zu üben, diese einfachen Übungen, die wir gerade gemacht haben, wo ich euch einmal diese lange Version gezeigt habe. Ich zeige euch vielleicht auch nochmal kürzere Fassungen. Die lange Version machen wir nochmal zusammen. Also einatmen, über hinten den Hals strecken. Ausatmen, über vorne. Weich werden. Denk an etwas, das sich warm fühlen lässt, dich lächeln lässt. Den persönlichen Raum ausbreiten. Und wie wäre es, wenn da jetzt 1% mehr Gelassenheit oder Selbstvertrauen oder auch Leichtigkeit wäre? Und die Sekunde nehmen, zu schauen, wie der Körper antwortet. Das ist die lange Version, dauert 15 Sekunden, hat man an den meisten Tagen vielleicht Zeit für. Es gibt auch noch es gibt dann jetzt noch kurze Versionen. Und zwar, das sind die Schlagworte erhaben, großartig und strahlend. Sind so ein bisschen wow, aber sie sind tatsächlich, die klingen jetzt amerikanisch und wow, aber wenn wir sie quasi von innen nehmen, nicht von außen, so du musst jetzt mehr so sein, sondern wirklich so von innen, wie wäre es, wenn da von innen ein kleines bisschen mehr davon wäre? Und dann ist nämlich das Erhaben, das ist dann Aufrichtung. Großartig ist einfach nur, ich bin groß, bin ein bisschen größer. Und strahlend, ich knipse so ein kleines Licht an einfach. Das sind diese drei Worte, es dauert 3 Sekunden. Und dann gibt es noch eine ganz kurze Version, 1 Sekunde. Puh, jetzt genau aufpassen, ist noch gleich wieder vorbei. Das sind die Eidechsen-Push-Ups. Und die Idee ist wirklich, das als ein Pulsieren zu sehen. Wir haben alle unsere persönlichen Muster und die sind total okay. Es geht überhaupt nicht darum, die wegzutherapieren, wisst ihr alle, geht sowieso nicht. Sondern darum zu gucken, da wo man sich das erste Mal fängt, wo man irgendwie, oh, jetzt wieder, ja, oder irgendwie merkt, dass so ein bisschen das Licht ausgeht, dass man eins von diesen kleinen Sachen macht und es übt. Und dann kann es wirklich zu so einem Pulsieren werden, dass man kann auch reaktiv sein, also spontan auf was reagieren, das finde ich doof, oder genervt sein, aber dann einfach auch wieder in die Offenheit kommen, ins Mitgefühl kommen. Und ja, so kann man dann auch langfristig sich in einen, kann man dann schneller in diesen funktionaleren Zustand kommen. Also die Muster sind dann sowas wie Kompost. Das, okay, das bin ich, ich fühle mich halt oft klein, ich kann aber auch da wieder rauskommen. Und das gerade, ne, auch das, wie die so blöd, wie ich es finde, mich klein zu fühlen, die Energie kann ich da reinstecken. Und ich möchte enden gerne mit auch was aus dem Buddhismus kommt, nämlich Kultivieren von Dankbarkeit. Dankbarkeit hier für diese Gemeinschaft heute. Und wir machen das mit diesem Erhaben, großartig und strahlend zusammen. Okay? Erhaben, großartig und strahlend. Und jetzt machen wir noch 5% mehr. Erhaben, großartig.